Hallo Freunde, willkommen zu dem Video. Heute geht es nicht um das Gras, es geht auch nicht um dich, es geht auch nicht um das Moped. Es ist hinter dir. Es ist hinter mir, ja. Es ist heute mal ein anderes Thema. Und zwar geht es darum, um den Untersberg. Warum geht es um den Untersberg? Ganz einfach. Ja, man sieht vielleicht schon, die Blätter werden, es kommt der Herbst langsam, es wird frischer. Wir gehen jetzt zum Ende des Jahres oder zum Ende der Saison, gehen wir jetzt ein bisschen die Ideen aus, was ich noch machen könnte. Und ich habe gestern, wieder geschaut gehabt über, ja, es ist Mythen, Sagen vom Untersberg, man kann es glauben, man kann es nicht glauben. Das soll jeder für sich selber wissen, ich glaube es erst, wenn ich's selber erlebt habe. Möchte jetzt einmal zu einer Höhle hinfahren, hoffentlich kommen wir da auch hin. Mir ist Fahrt, ich habe Content-Ideen, gehen wir auch nicht mehr aus, habe ich mir gedacht, ja, nehme ich euch mit und dann, ich habe ja auch einen Bildungsauftrag, wisst ihr, das ist jetzt nicht nur zwecks der Gaudi, das ist auch hier so ein bisschen hier so Geschichte und Bildungsauftrag. Weißt du sie, ob es stimmt oder nicht? Ja, es muss jeder für sich selber wissen. Auf alle Fälle, mir ist Fahrt, schau mal, das ist einfach mal so. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, es wird extrem, es wird lebensgefährlich, nichts also nachmachen. Es wird nichts für schwache Nerven. FSK 18, dranbleiben, schauen, was passiert. Sensible Zuschauer sollten jetzt abschalten. War das dramatisch? Ja. Okay. Ach ja, und die Wege zur Höhle oder das ist jetzt so eine Seitenstraße. Es ist, wenn Kurverkehr da ist, auch richtig geil zum Fahren. Aber jetzt nochmal kurz zurück zum Bildungsauftrag. Es gibt irgendwie Zeitanomalien, dass die Zeit irgendwie sich verschiebt und jetzt irgendwie eine halbe Stunde in der Höhle sein soll, dass draußen irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre vergehen und ja, Abfahrt. Wenn du jetzt in der Höhle reingehst oder so, anscheinend, so sagen das die Legenden, dass jetzt die Zeit draußen schneller vergeht wie in der Höhle oder andersrum, keine Ahnung. Und es gibt da ein paar Orte, wo das anscheinend passiert sein soll. Zu einem, bevor wir jetzt hier, ich bin jetzt mal gespannt gehabt, ich habe sonst nichts zum Tun, das Video dient der Unterhaltung. Lasst jetzt schon mal ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr verpassen solltet. Wie gesagt, es wird langsam Herbst und wir gehen die Ideen aus. Und ja. So, 20 Minuten später, den Weg haben wir jetzt aufgegangen. Jetzt kommen wir zu den ersten Gebäuden hier. Ich habe absolut keine f***ing Ahnung, was das ist, Alter. Ja, und was das für Hitten an? Oder für Bauwerke, absolut keine Ahnung. Irgendwie Quellwasser habe ich mir gehört gehabt. Ja, irgendwas von einer Quelle ist das, glaube ich. Ich kann mich aber auch irren. Und irgendwo da oben darf die Höhle sein. Ohne von den bekanntesten, sage ich mal. Deutsche Wasserwerksgesellschaft Frankfurt am Main. Kennt man weit umeinander. Ah, Quellwasser. So, das ist jetzt die Quelle von Oman. Und laut Internetbeschreibung der verdorrt der Pfad irgendwie weitergehen zur Höhle hin. Da schauen wir jetzt einmal hin. Und ich habe echt das falsche Quando. Mit den schwalen Motorradstiefeln mit dem Helm. Das ist ja. Mach ihn lieber nicht nochmal. So Leute, an der Höhle angekommen. Ich hätte es mal das Größere vorgestellt gehabt. Wir haben jetzt schon ein paar Minuten da. Bei letzten nur einer da war, der ist weiter aufgegangen. Der sucht, glaube ich, noch andere Höhlen, keine Ahnung, was nicht. Auf alle Fälle, man sieht es auch schon an der Feuerstelle, das ist eine von den bekanntesten Höhlen, wo auch, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht okkulte Sachen oder so abgegangen haben drin. Und man kann dran glauben, man kann nicht dran glauben. Und ein paar Phänomene soll es hier angeblich auch schon gegeben haben. Ja, es ist, wenn ich es nicht selber erlebe, dann glaube ich es ehrlich gesagt auch nicht. Auch mit den Wandmalereien da, mit den Steinkreise drinnen, brauche ich mal ein Licht, wo ist eine Hand? Ach da, ja, Handabdrücke, irgendwelche Zeichnungen, keine Ahnung, was die heißen. Sonne, ja, mit Feuerstelle, Herz, keine Ahnung. Steinturm, rutschig. Und ich habe absolut keine Ahnung, ob sie irgendwas sieht oder nicht. Da. Nein, ich glaube nicht. Dann mache ich mal kurz ein Video. Genau, da oben sieht man jetzt die Handabdrücke, weil man es auf der GoPro leider nicht sieht. Und da hinten, ich weiß nicht, was das für ein Symbol ist, Lebensbaum, keine Ahnung, was das ist. Aber das ist halt dann auch wieder Anzeichen, dass darin irgendwelche Sachen abgehen, von denen ich nicht wissen will im Detail, was das eigentlich ist. Da haben wir einen Naxtenkreis. Ist ein bisschen finster, aber halt mal ein neues Handy hier. Gibt es da in der Ecke noch was? Na, da gibt es nichts mehr. Na, wie gesagt, da Steinkreis, was man da sieht. Sieht man jetzt vielleicht schlecht, Feuerstelle. Ah, irgendwie kaputt retten möchte ich da auch nichts. Ja, mysteriös, mysteriös. Ah, nein, jetzt bin ich verflucht. Vielleicht gibt es ja doch irgendwas, was wir gar nicht wissen. Aber wie gesagt,
Ich bin da ein bisschen nüchterner Natur. Wenn mir selber nichts passiert, glaube ich aber auch nicht. Aber herausfordern möchte ich es auch nicht. Kann jeder glauben, was er möchte. Und dann haben wir es eigentlich eh schon gesehen gehabt, dann war das eigentlich schon der Großteil von dem Video. Wie gesagt, mir geht langsam der Content aus, es wird Herbst und ich wollte so oder so einmal daher. Deswegen habe ich mir den gehabt. Nehme ich euch einmal mit, ob ihr was gesehen habt. Keine Ahnung, da muss ich das Handy mit einspielen. Die Handyaufnahmen. Gut, dann gehen wir. Spooky? Ja, ein bisschen, wenn es da los ist und es wird Nacht. Weil anscheinend soll es nämlich auch in die Wälder da Zeitverschiebungen geben. Und ja, jetzt könnt ihr es euch im Internet vielleicht einmal nachschauen. So Leute, Tagesziel erreicht. Mehr wollte ich nicht. Einfach mal kurz anschauen, was mich selber interessiert hat. Genau, wir gehen jetzt zurück. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht einmal ein anderes Video. Dann bis zum nächsten Video. Mal schauen, ob ich noch eine Idee habe. Nein, Lüge, stopp, es kommt sogar noch was. Zwei Sachen werden, oder vielleicht sogar drei Sachen werden jetzt noch kommen, was ich aber jetzt die Tage nicht machen kann. Das kann ich erst in ein paar Wochen machen. Müsst ihr mal schauen, wann dann die Videos nur von mir kommen. Aber wir werden es jetzt Anfang September. So viel wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr kommen. Mit der Hülle in meinem Rücken und der Aussicht vom Wald sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen, Like da lassen, Glocke aktivieren, ihr wisst es. Wie gesagt, anderes Video, weil mir ein bisschen der Content ausgeht. Jetzt langsam. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Aber bevor das Video endet, gehen wir nochmal kurz in das Hütte da rein. Mal schauen, was das ist. Das haben wir beim Aufwecken, haben wir es gesehen gehabt. Wir waren jetzt erst bei der Höhle oben. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt schauen wir da nochmal rein. Schaut schon mal creepy aus. Hier weiß allerdings nicht, wie das auf der GoPro mir kommt, von der Helligkeit her. Ist jetzt nicht besonders groß. Macht es das besser? Ich glaube nicht. Kamin? Hält es der Boden aus? Sollte er. Keine Ahnung, ob sie das sieht oder nieder. Aber vorbei, glaube ich, war irgendwer da herin, was ich gesehen habe. Der dürfte aber schon weg sein. Deswegen möchte ich ja nicht so laut die Hütte zusammenschreien. Oh oh. Jo, ich glaube, wir verpissen uns. Ja, dann gehen wir. Sorry, war ein Witz. Jumpscares hasse ich selber. Holy shit. Komm nicht wieder vor.